Mein Gast im Chefsachemacher im Gespräch wurde deutschlandweit bekannt in den 90ern durch die Moderation von Wetten, dass. Wolfgang Lippert, Moderator, Schauspieler und auch Sänger, ist heute mein Gast. Grüß dich ganz herzlich. Grüß dich, Oliver. Schön, ich freue mich, hier zu sein. Ja, du hast eigentlich einen Kaffee bestellt, der ist noch nicht da. Mal gucken, wann der kommt. Bestimmt prompt bei euch. B2 ist ein prompter Laden. Du hast die Auszeit Corona-bedingt gut genutzt. Also du hast nicht die Beine hochgelegt, sondern du hast gesagt, okay, ich mache was. Du hast eine Platte gemacht. Ich habe die Beine nicht auf die Bühne gelegt, weil die gab es gar nicht. Die Bühne war leer. Wir haben eine Platte gemacht, genau. Ich sage immer noch LP und alle lachen mich immer aus, weil sie sagen, Mensch, das heißt doch Album, und sicherlich heißt es Album, aber für mich ist es irgendwie eine LP, weil ich diesen Begriff gemütlich finde. Ja, glücklich heißt das Album. Ja. Ja, weil du glücklich bist. Ja, ich bin auch jemand, der sich also Mühe gibt, glücklich zu sein. Wir haben eben, bevor dieses Interview losging, noch 3 persönliche Worte gewechselt. Und deine Meinung, die du mir gesagt hast, hat mir auch sehr gut gefallen, dass man bei all den Unbilden in dieser Zeit, und die es in allen Zeiten gegeben hat, meine Mutter ist am 20. Mai in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Ich unterhalte mich mit ihr ganz oft über Dinge, die sie in ihrem Leben überstehen musste, die weitaus schwieriger waren als die, die wir jetzt gerade zu überstehen haben. Und diese Demut und diese Fröhlichkeit, diese Grundfröhlichkeit und grundpositive Einstellung, die versuche ich mir zu halten und versuche möglichst viele Leute nicht mit Bakterien, sondern mit dieser Fröhlichkeit anzustecken. Ja, ich sage ja, Zuversicht ist in dieser Zeit das einzige Überlebenskonzept. Ganz wichtig. Macht keinen Sinn, sich jeden Tag die Köpfe heiß zu diskutieren. Wir werden es erstmal nicht ändern. Wir werden es erstmal wahrhaftig nicht ändern, und wir sollten in uns gehen und sagen, was haben wir alles in dieser Schnelligkeit nicht geschafft. Das versuchen wir jetzt mal, und ich will jetzt nicht arrogant sein all denjenigen gegenüber, die gerade wenig beziehungsweise gar kein Geld verdienen. Na das klar. Ist natürlich ganz furchtbar. Aber ich meine die Haltung. Glück muss man haben. So hieß ja mal eine Sendung im DDR-Fernsehen. Also du bist quasi mit dem Glück irgendwie schon auf Du und Do. Gab es mal eine schöne Sendung, die hatte einen tollen Inhalt. Niemand wusste am Anfang der Sendung, wie sie endet. 3 Prominente trafen auf 3 normale Leute, und die haben dann unter meiner Anleitung dann 2 Stunden lang miteinander etwas getan, gespielt, gesketcht, irgendwas. Und beide brauchten auch, glaube ich, Glück für diese Sendung. Wir alle brauchten Glück. Ja. Und die Sendung hat uns auch Glück gebracht. Die lief irgendwie über 16 Jahre. Das ist eine ungeheure Zeit. Hat auch die Wende überlebt. Und du hast auch Glück gehabt, indem du Norbert Endlich getroffen hast. Norbert Endlich, Lebensgefährte von Carmen Nebel, war in Rahlswijk bei den Festspielen dabei, hat dich gesehen und hat zu Carmen wohl gesagt, Mensch, der Wolfgang, der könnte mal wieder eine Platte machen. Ja, es war wirklich so, und er hat eigentlich genau gesagt, meinst du, ich sollte ihn mal fragen, ob er das machen würde? Und da hat Carmen gesagt, ich frag ihn doch, klar. Und dann waren wir gemeinsam essen, und dann hat er mir seinen Gedanken offeriert. Und Norbert ist ja kein Fremder für mich, wir kennen uns ja ganz lange, und wir sind uns auch sehr sympathisch über die Jahre und immer. Da kommt übrigens dein Kaffee, warte mal ganz kurz. Oh, das ist Anja. Das ist Anja. So. Wie heißt denn Anja mit dem Nachnamen? Kannst du den Namen noch? erklärt sie dir, wenn es Mikro ist. Anja, vielen Dank. Und du siehst übrigens zauberhaft aus mit deinem Mundschutz. Ja? Ja. Und wenn du lachst, dann wackelt der so niedlich. Du musst immer ohne Mundschutz. Ihr habt wirklich, ihr seid tolle Leute hier. Es ist eine schöne Atmosphäre hier. Wenn ich jetzt sage, was möchtest du trinken? Du hast deinen Kaffee da. Vielen Dank. Den schlürfst du jetzt in Ruhe. Und danach reden wir weiter mit Wolfgang Lippert über die neue Platte. Glücklich. Schön, dass du da bist. Gleich glücklich heißt der Titel, der jetzt hier läuft. Danke. Wolfgang Lippert ist mein Gast in Chefsache. Macher im Gespräch, neues Album hat er gemacht, glücklich. Er sagt immer LP, Langspielplatte. Kommt die auch als Vinylplatte wirklich mal raus? Das haben wir überlegt. Ja, wir haben das überlegt. Es gibt wirklich immer mehr Menschen, was ich übrigens sehr schön finde, die sich Plattenspieler kaufen und natürlich eben auch Platten brauchen und die diese Haptik und all das andere wieder schön finden. Und es ist, glaube ich, ein relativ großer Kreis. Ich weiß nicht, wie viel, da kenne ich keine Erhebung. Ich habe vor Jahren mir mal so einen alten Dualplattenspieler aus den 70ern bei eBay gekauft. Das Ding sieht aus wie neu. Ja, kam an, ich packe den Plattenspieler aus, die Verpackung im Büro gleich in den Müll gehauen und irgendwann wundere ich mich, wo ist denn eigentlich der Plattenteller?
Ja, der war dann noch unten in der Verpackung mit drin. Oh, also musste ich mir dann aus Polen einen Plattenteller bestellen. Ja, aber der Polen ist ja eigentlich der größte Exporteur von Plattentellern weltweit. Genau. Aber was dann immer noch fehlte, war der Riemen. Den gab es dann aus Der kam aus Taiwan oder was auch immer. Also es war der teuerste Plattenspieler meines Lebens. Unterm Strich. Man sollte sich merken, nie überall die Verpackung wegfeuern. Ja, selbst als der Ordner. Du bist ein ordentlicher offensichtlich, aber das hat ja, dir ich dann. Ich habe gedacht, das macht dir nur Müll. Und das, so. Ja. Ein Beziehungsalbum hast du gemacht. Glücklich heißt es. Und wenn Wolfgang von Beziehungen spricht, dann wahrscheinlich auch von der Beziehung zu Gesine, deiner Frau. Ja, ich rede von einer ganz erwachsenen Beziehung, die es schon eine Weile gibt. Und all die Dinge, die da im Alltag eine Rolle spielen, auf die man achten muss, die man nicht vergessen darf, die ironisch sind, die man vielleicht ironisch betrachten kann. Ja. Da gibt es zum Beispiel ein Lied, das heißt, du lässt mich sein, wie ich bin. Mhm. Und das ist eigentlich der Wunschtraum jedes Menschen, dass dein Partner dich so ganz wie möglich lässt. Ja, das ist ja, glaube ich, auch die Schwierigkeit in den meisten Partnerschaften. Richtig. Dass man immer den Partner ändern möchte. Ja. Ja, und dass man, und viele gar nicht verstehen, das Einzige und den Einzigen, den man ändern kann, ist sich selbst. Ja, ne? Genau. Gibt es so, wenn du anders wärst, dann würde ich dich lieben. Ja, aber deshalb, wenn du das Geschirr wegräumen würdest. Ja, die klassischen Dinge. Da gibt's im Refrain immer, räum hier auf, stell sie weg, deine Schuhe. Sei pünktlich da, mach den Kühlschrank Was zu. Ist denn bei dir und der Gesine so das Thema, wo sagt wo man, da kommt ihr, reibt ihr euch? Also ich glaube, das sind ganz normale Dinge im Haushalt, wo einer irgendwas liegen lässt, was den anderen einfach stört. Das gibt es, glaube ich, in jedem Haushalt, das gibt es überall. Ja. Ansonsten sind wir ein sehr kommunikatives Paar, also es staut sich bei uns nie etwas auf. Und wenn wir, selbst wenn ich jetzt unterwegs bin, was jetzt ein bisschen weniger ist, obwohl ich glücklicherweise noch arbeiten kann, meine beiden Sendungen laufen weiter, und reden wir sehr viel miteinander. Es gibt nicht irgendwas, was so, das wollte ich dir schon vorige Woche mal sagen oder so. Und deswegen streiten wir uns wirklich selten. Und wenn, dann machen wir das mit ganz viel Temperament und aber auch Fairness. Jeder, glaube ich, ist der Meinung, die bessere Idee muss siegen und dann kämpft jeder darum, dass er die bessere hat. Ja, genau. Das kann anstrengend sein. Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, so ein Eier-Popeia-Leben ist gar nicht nötig. Mhm. Ich akzeptiere Gesine also mit ihrer Meinung auch und beuge mich auch mal, wenn es sein muss. Also, ja, Weiß ich nicht. Ich habe ja mal gesagt, Wolfgang, Beziehung und die Frage, bekommt man eine gute Beziehung hin, ist immer eine Frage der Kompatibilität der Macken. Ja. Würdest du das unterschreiben? Ja, absolut. Also jeder hat welche, klar, und kompatibel sein, dass man sich also anpasst, dass die Macken zusammenpassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn man stellt also nach dem ersten Verliebtsein, geht man in eine andere Phase einer Beziehung. Und da muss jeder ganz bleiben. Und da muss man auch jeden lassen. Und man muss ihn auch seine Macken lassen. Man muss darüber lächeln. Ja, das kannst du. Ja. Ihr seid wie lange? 17 Jahre zusammen, oder? Also nicht ganz, aber fast. 17 Jahre, wir haben 2004 geheiratet, kannten uns schon ein bisschen vorher, haben in Ralswiek geheiratet, auf der wunderschönen Insel Rügen, neben den Festspielen, wunderbar. Und da habt ihr ein bisschen geklaut von Udo Jürgens, 17 Jahre blondes Haar hieß dessen großer Erfolg und dein Titel heißt jetzt aus dem Album Glücklich 17 Jahre lieb ich blonde Haar. Hier ist Wolfgang Lippert. Er nimmt nochmal einen kräftigen Schluck. Der Kaffee schmeckt wunderbar. Aus der Tasse. Ja, Anja ist einfach eine Künstlerin. Genau, der Kaffee ist fertig für Wolfgang Lippert. Genau. Könntest du als Coversong mal machen. Ein Kaffee. Kannst du so wienerisch? Ja, es gibt einen Witz, den ich besonders liebe. Drei wichtigtuerische Wiener Jugendfrei? sitzen in einem Café und der eine bestellt sich auf Fiaka und der andere verlängerten und da gibt es doch so unendlich viele Arten und es kommen da irgendwie so. Der Kellner steht also daneben und schreibt alles mit, also ein Dings, ein verlängerten, einen braunen und so weiter. Und dann geht er hinter an die Küchenklappe und sagt zu dem, drei Kaffee. Also, der normale Kaffee kostet 2 Euro, aber der Vierspänner dann ist dreifach. Ja, Vierspänner, ja, sowas, ja. Ja. Genau. Du bist seit 20 Jahren Balladensänger Abelin auf Rügen. Ja.
in Rahlswiek bei den Störtebeker Festspielen. In diesem Jahr war nichts mit Festspielen. Du hast ja gesagt, du konntest die Beine auf die Bühne langlegen, da war eben nichts los. Mhm. Das war natürlich auch für dich, wie für alle Künstler, die jetzt in dem Sinne nicht auftreten können, harter Schlag. Seid ihr denn quasi schon in Planung fürs nächste Jahr oder ist da auch viel Skepsis im Raum? Nein, wir sind in Planung fürs nächste Jahr und gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr spielen dürfen, vielleicht mit Auflagen. In die Zukunft schauen kann niemand. Wir hatten einen Hygienebeauftragten dort, der also auch die sich die Lage angeschaut hat, wie es bei uns ist. Wir sind ja draußen an frischer Luft, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir das machen dürfen, mit gewissen Abständen, die dann vielleicht entstehen. Aber da will ich mal jetzt nicht vorgreifen. Wir gehen aber insgesamt davon aus, dass wir spielen werden. Und wir werden dieses Stück spielen, das wir in diesem Jahr gespielt hätten. Die Kulissen sind fertig und das ist natürlich ein besonders trauriger Anblick, diese wunderschönen Kulissen zu sehen. Unsere 35 Pferde, die auf der Koppel warten, dass sie mal wieder ein bisschen was machen dürfen. Und diese 9000 Zuschauerplätze, die da leer bleiben. Und ich war kürzlich mit Brisant dort, um immer ein bisschen auf die Festspiele hinzuweisen. Ich verstehe mich so als Werbenase für die Festspiele, weil ich das ungeheuer bewundere, was diese Familie Hick da geleistet hat und auch immer noch leistet. Und was die da aufgebaut haben, ohne Subvention, eben einfach einen wirtschaftlichen Betrieb herzustellen, der keinen irgendwie um irgendetwas bittet. Und umso trauriger ist es natürlich, wenn das alles eben nicht sein kann. Da sind wir nicht die Einzigen, aber trotzdem ist es besonders traurig für die Schauspieler, für die ganze Peripherie, alles, was da mitmacht, wie eben in der gesamten Kulturbranche. Bist du auch mit demonstrieren gegangen? Nein, ich war nicht demonstrieren. Ich hatte, genau als mich hat Inka angerufen, mich haben einige Kollegen angerufen und an diesem Tag war ich gerade in Leipzig und habe eine Sendung aufgezeichnet und das ging nicht. Aber ich bin ein bisschen vorsichtig damit, also klagen tue ich sowieso nicht, aber ich kann wirklich in meinem speziellen Falle sagen, ich habe noch Schwein, weil meine beiden Serien, also sowohl der Kessel Buntes als auch die Sendung damals war es Studiosendung sind und wir unter ganz strengen und besonderen Bedingungen mit Mundschutz, mit Abstand, ich schminke mich selber, der Ton, den Ton lege ich mir selber an und so weiter, dass wir weiter arbeiten können. Das ist ein großes Glück. Jetzt bist du ja auf Rügen, wo du in Rahlswiek auch immer spielst, im Grunde auch zu Hause. In Fürstenwalde bei Berlin, aber Rügen ist, glaube ich, so die Basis, oder? Ja, wir haben so zwei zu Hause und das wechselt sich immer so ein bisschen ab, logischerweise. Meine Frau Gesine hat ein Restaurant dort in Rahlswiek und das heißt Riff, wenn ich das mal sagen darf, schnell. Danke. Ja, es gibt auch viele andere gute Restaurants auf Rügen. Sehr gute Restaurants, genau. Aber das eben ist von Gesine. Ja. Und, gleich 5 Euro hier in die Werbekasse. In die Kasse, ja. Und kann auch diesen Keks hier lassen, den kannst du den essen. Ja. Und und deswegen ist das sehr schön da oben, weil die Menschen toll sind. Wir haben viele Freunde dort oben. Da gibt es den Bauer Peter, da gibt es den Fleischer Markus. Das sind alles ganz originelle Typen, die da auf dieser Insel leben, mit denen wir ganz anders kommunizieren und die mich nicht unbedingt schätzen, weil ich beim Fernsehen arbeite oder Wolfgang Lippert heiße, sondern das heißt, sind ganz menschliche Dinge. Ich sage immer so aus Spaß, ich fahre nur mit einem Arm immer Auto da oben, weil ich mit dem anderen immer winke. Und ist dein Winker, nicht ja, der Winker, ist der Winker. Ja, genau. Und das ist einfach schön. Einfach eine schöne Atmosphäre, tolle Menschen. Ich mache auch diese norddeutsche Zurückhaltung, dass man ein bisschen kämpfen muss um alles dort. Und wenn man es dann hat, dann hat man es aber lange. Und du hast das Hobby alte Autos. Das heißt, so ein Oldtimer, der steht dann irgendwo auf Rügen in irgendeinem Schuppen in der Ecke und du liegst dann unterm Auto, ölverschmierte Hände und das Gesicht auch komplett schwarz und schraubst da rum. Hört sich gut an. Eigentlich, ich bin ja Kfz-Mechaniker von Lehrberuf, ganz früher, vor dem Studium mal. Was Anständiges gelernt. Was Anständiges, haben die Eltern gesagt, lernen erstmal was Anständiges. Und wer weiß, vielleicht braucht man es mal wieder. Aber auf jeden Fall habe ich einen Zugang zu Werkzeug, zu handwerklichen Dingen, das gefällt mir ganz gut, überhaupt zu praktischen Sachen. Und zum Oldtimer, ich liege da gar nicht so oft unter, weil der ganz gut funktioniert, ganz gut in Ordnung ist, aber wenn mal irgendwas ist, mache ich das. Was ist das für ein Wagen? Ein 250 SE, Baujahr 65. Mercedes. Also ein Mercedes, ein Coupé und wirklich ein kleines Schmuckstück und ich liebe ihn einfach und habe sehr, sehr viel Liebe, sehr viel Zeit in dieses Auto schon gesteckt und fahre aber eigentlich viel zu selten, was schade ist. Ja, wie wäre es mit einer schönen Strecke Rügen-Paris?
Das wäre eigentlich mal anstrebenswert. Und das ist ja eine sensationelle Überleitung, Kollege. Genau, so heißt der Titel von Wolfgang Lippert aus dem neuen Album Glücklich, Zweisam, Rügen, Paris. Hand geben wir uns quasi virtuell. Nee, aber gedacht, gib mir fünf, gib aber wir halten Feuer an. Genau, genau. Super. Wolfgang Lippert in Chefsache Macher im Gespräch, gerade während der Nachrichten und bei der Musik, sagte er nochmal, er hält sich zurück mit dem Klagen. Er meint natürlich gegen Corona. Ich meine, du bist ja auch gerade Anwalt, was willst du da auch groß klagen? Ne? Eben, was soll man klagen so richtig? Nein, man kennt ja kaum die Paragraphen. Ja, genau, so. Fernsehen ist für dich immer noch eine ganz wichtige Säule, hast du ja schon gesagt. Wenn es den MDR nicht gegeben hätte, wäre es natürlich auch schwierig für dich geworden. Ja. Das funktioniert gut. Hm. Und irgendwie denke ich, meine Güte, Wolfgang, du bist ja jetzt auch schon nicht mehr 25. Etwas und erwachsen und nicht 45, genau, erwachsen. Kannst auch Lieder über oder erwachsene Lieder über die Beziehung machen. Was ist denn so deine Perspektive, dein Horizont? Also Inka Bause. Inka hat mal gesagt, Mensch, ich möchte jetzt nicht noch 10 Jahre Bauer sucht Frau machen. Ja. Irgendwann ist einfach Feier. Abend, weil wo sagst du, mit 70 ist Schluss? Ja, nee, ich würde das nicht so sagen. Mein Vorbild ist da eher Herbert Köfer, der mittlerweile mit 99 Jahren seine 30 Jahre ertragen. Ja, nein, also ich mit dem Ertragen, das wäre wirklich schlimm, wenn man so ein Gefühl hätte, dass man nicht mehr willkommen ist, dass es niemanden gibt, der etwas mit dir machen möchte. Ich bezeichne es als ein großes Glück, dass ich so lange in dem Beruf bleiben konnte und dass das sicherlich auch mit Engagement und mit Können von mir aus oder nimm es oder Begabung oder nenn es, wie es willst, zu tun haben muss, aber ich würde nie mich irgendwo aufdrängeln oder sowas, finde ich total unangenehm, aber all diese Dinge, die wir jetzt tun, die wir im Fernsehen tun, haben damit zu tun, dass wir den Kessel Buntes beleuchten nochmal, dass wir mit in der Sendung, damals war es ein bestimmtes Datum, ein historisches oder geschichtliches Datum beleuchten und da gibt es auch eine gewisse Kompetenz, weil ich einfach lange dabei bin, weil ich viele Leute kenne, wenn ich die interviewe, da sitzt Mireille Mathieu vor mir, genauso wie Frank Schöbel oder sowas, ja. Wenn jetzt ein Privatsender anruft, sagt, Mensch Wolfgang, wie wäre es mit Dschungelcamp? Ja. Also in diesem kommenden Jahr fällt es ja aus. Ja. Oder wie wäre es mit dem Promi-Haus der Stars, oder wie der Quatsch da heißt? Ja. Würdest du da sagen, auf keinen Fall? Nein. Oder? Nein, weiß ich nicht, auf keinen Fall, nein. Das Dschungelcamp ist mir schon 3-mal angeboten worden. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein großes Privileg ist. Ich werde nicht der Einzige sein. Aber für mich kommt das nicht in Frage, weil mir die meisten Leute, auf die man da stößt, nicht gefallen haben. Das war immer so mein Punkt. Deswegen möchte ich nicht über die richten. Aber ich würde mich mit denen auch nie in einer Kneipe irgendwie an den Tisch setzen und mit denen lachen wollen oder sowas. Ja. Weil die Grundidee von Dschungelcamp ist, glaube ich, nicht schlecht. Aber dadurch, dass dort dramaturgisch irgendwie eingegriffen wird, das gefällt mir irgendwie. Berühmt nicht. Geworden in Gesamtdeutschland bist du durch Wetten, dass? So fast Mitte der 90er Jahre, 2 Jahre lang hast du die Sendung moderiert. Quasi als Nachfolger und Vorgänger von Thomas Gottschalk. Rückblickend, würdest du sagen, das war so der schärfste Einschnitt in deinem Leben, dass du das aufgeben musstest? Nein. Wenn man in unserer Branche arbeitet, gibt es eine ganze Menge scharfe Einschnitte, die immer wieder kommen und man kann sich dagegen auch gar nicht wehren. Ich war froh, dass ich 2 Jahre lang diese Sendung moderieren durfte, 9 Sendungen gemacht zu haben. War einfach schön. Wir haben eine wunderbare Quote generiert, 16,5 Millionen damals. Ich sage immer wir, weil ich eine Sendung immer als eine kollektive Leistung verstehe. Also du stehst da zwar vorne und darfst da ordentlich lenken, aber wenn da niemand im Maschinenraum sitzt und niemand etwas anderes vernünftig macht, passiert überhaupt nichts. Und so habe ich es verstanden. Nein, ich würde sagen, das hat mich weitergebracht. Ich war traurig, als ich es wieder abgeben musste, aber man kann ja vielleicht an der Lust, die Thomas hatte, es wieder zu tun, daran kann man ja erkennen, wie toll diese Sendung eigentlich war. Ja. Genau. Und wenn Sie sich am Radio fragen, was macht Wolfgang Lippert, wenn er nicht unterm Auto liegt, hin und wieder jedenfalls es repariert, wenn er nicht im Studio steht, neue Musik aufnimmt, wenn er nicht mit seiner Gesine nach Paris fährt, ich weiß es, Wolfgang, du machst Wellness. So heißt der nächste Titel aus seinem Album Glücklich. Mr. Überleitung. Ja, habe ich mal gelernt. Ja. Jo. Hier ist Chefsache-Macher im Gespräch. Wolfgang Lippert ist noch bei mir. Sie kennen ihn aus dem Fernsehen, aus dem Radio, von seinen Songs und von der Bühne. Ralswiek,
Störtebeker Festspiele. Störtebeker, genau. Störtebeker, ne? Störtebeker Festspiele. 30 Jahre Deutsche Einheit haben wir gefeiert. Und die Stimmungslage so Ost und West, die differiert in der Regel schon eben seit 30 Jahren. Der eine meckert über den anderen. Und oft stellt man ja fest, dass die Menschen sich gar nicht kennen und das ja Pauschalurteile sind. Was sind denn deine Erfahrungen so nach 30 Jahren? Sagst du, hey, bin ein Gewinner der Wende, der Einheit? Also ich bin, glaube ich, nicht der einzige Gewinner dieser Einheit und ich würde mich schon so bezeichnen, weil es mir gut geht, weil allen Menschen, die um mich herum sind, die ich liebe, denen geht's gut. Die meisten, die ich kenne, denen geht's gut. Und es gibt natürlich einige Menschen, die aufgrund ihres Lebensalters zur Wendezeit einfach keine Möglichkeiten hatten, nochmal neu durchzustarten, nochmal eine Rakete zu zünden oder irgendwas anderes zu machen. Und die sind wirklich die einem leid tun können, wo man Mitgefühl haben sollte und wo man auch mit ganz viel Augenmaß auf diese Menschen schaut, wenn die etwas beklagen. Ansonsten, ich habe mal neulich so einen Satz geprägt, den finde ich eigentlich ganz gut. Wenn sich ein Paar beginnt zu lieben, so, dann knutschen die ja so vorher miteinander so ein bisschen und dann kommt es irgendwie zum Höhepunkt, zum irgendwas, wie auch immer. Und die Einheit kam einfach so ganz plötzlich und die Menschen haben vergessen, vorher miteinander zu schmusen und zu reden. Und das Schmusen meine ich jetzt wirklich im übertragenen Sinne natürlich. Ich will jetzt nicht veralbern, diese Situation, aber will sagen, dass man miteinander sprechen muss, dass man sich in den anderen versetzt, dass man sich die Mühe macht, dass man Empathie entwickelt für die andere Seite, denn der Bürger, der DDR-Geborene, hatte einige Aufgaben zu erledigen. Das ist nun mal unbestritten. Und was mich ärgert, ist, dass es ein für mich zu kleinen Prozentsatz von Führungspositionen im gesamten Deutschland gibt, die von ostgeborenen Menschen besetzt sind. Das finde ich einfach schade, weil er wirklich zu gering ist. Hast du für dich eine Lösung? Hast du rausgefunden, warum das so ist? Naja, ich glaube, dass die Menschen im Osten gar nicht solche Dinge auf ihrem Zettel hatten. Einfach, die hatten einfach andere Sorgen vielleicht, als sich schon wieder nach einem neuen Führungsjob zu erkundigen, weil sie erstmal überleben mussten, ganz viele Dinge neu lernen mussten. Und diese Lücken haben einfach andere Leute gefüllt, logischerweise. Aber ich glaube, es wird mit den Generationen ein bisschen anders. Das würde mich sehr freuen, weil es einfach eine schönere Lebenshygiene wäre für alle. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da Absicht dahinter ist. Weißt du, dass der Wessi quasi den Wessi aussucht für den Richterposten? Das halte ich für Blödsinn. Nein, also, das würde ich gar nicht so. Ich meine wirklich, dass die Menschen einfach in diesen Zeiten, in der Entwicklung einfach die Augen dafür nicht hatten irgendwie. Und ich finde das schade, weil ich meine, dass Osttugenden ich rede gar nicht von irgendwie politischen Dingen, sondern es sind ganz andere Dinge, sehr wertvolle Sachen sind. Beispiel. Mein Kardinalbeispiel ist immer, wenn ein Ostdeutscher einen anderen fragt, wie es ihm geht, dann ist das wirklich eine Frage und keine Höflichkeit, keine Floskel. Sehe ich auch so und ich bin ein Westkind. Ja, na gut, du bist aber ein besonders empathischer Mensch, Oliver. Ja. Und du bist ein neugieriger Mensch. Du bist durch deinen Beruf alleine schon, als Journalist ist man sowieso schon mal per se neugierig und schon ist man in einer anderen Person und schon hat man seine Argumente und stellt fest, oh Gott, so blöd ist er ja gar nicht, oder? Ja. Also es ist ja so diese Frage, wie geht's dir? Die meisten Menschen wollen, wie du es ja sagst, die wollen gar nicht wissen. Könnte ja anstrengend werden. Genau, sondern es ist so, geht's dir gut, komm, möchtest du einen Kaffee und da ist die Tür. Diese Floskel, ne, die eigentlich so aus Amerika kommt. Ja, aber trotzdem sehr nett ist. Ja, grundsätzlich ja. Also, ja. Du lässt mich sein, wie ich bin, damit meinst du nicht mich, sondern wahrscheinlich deine Frau, Wolfgang Lippert, aus seinem aktuellen Album Glücklich. Ach, so ein bisschen meine ich dich auch. So schnell gehen 3 Stunden vorbei. Das ist verrückt, Wolfgang, oder? Lippert, mein Gast in Chefsache, Macher im Gespräch. Und du hast nicht so viel Kaffee getrunken. Du hast dich wirklich über die ganze Zeit an einer Tasse aufgehalten. Ja, ich wollte euch in euer Budget nicht so sprengen. Du hast gesagt, eine Tasse mehr nicht. Genau. Das ist okay so. Wolfgang, ja. Ich habe noch ein paar Halbsätze. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn interessante Sachen gesendet werden. Ich glaube, das gute Fernsehen geht erst ab 22.30 Uhr los und das macht die Sache kompliziert. Okay. Die größte Niederlage von Wolfgang Lippert? Meine größte Niederlage, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich verdränge sowas. Ich verdränge sowas. Ich merke mir sowas nicht. Tut mir leid, kann ich nicht mit dienen. Aber sicherlich hatte ich einige. Ja,
Du wirst es, wenn wissen. Aber, Meine Schwäche ist, dass ich nicht Nein sagen kann. Wirklich wahr. Das höre ich ständig. Also ich habe ständig so. Künstler hier, die sagen mir immer, ich kann nicht Nein sagen. Naja, es ist doch so, es vereinfacht dir manchmal Dinge, wenn du so an ein paar Stellen irgendwie Nein sagen kannst. Ich kann das nicht. Oder wenn zum Beispiel Frauen weinen, kann ich nichts mehr tun. Bin ich völlig hilflos. Ja. Ich kann. Du kannst nicht Nein sagen, das finde ich interessant. Lieber Wolfgang, möchtest du kostenlos den nächsten Schlagerradio Schlagerhammer moderieren? Auf jeden Fall. Genau, das ist fies. Ne? Aber wir freuen uns auf den nächsten Schlagerhammer, wenn er sein wird. Der, an den ich mich erinnere, wo Inka und meine Wenigkeit die Ehre hatten. Ja. Da habe ich noch ein schönes Foto von uns beiden gefunden, wie glücklich wir waren mit den Menschen dort. Ich vor 10 Kilo und... Ja, du bist ein kleines bisschen, aber das macht nichts. Jetzt ist aber hier ruhig. Das ist aber auch so ein dicker Stoff von dem Hemd. der Stoff ist für dich. Genau, das ist eigentlich ein Pelz. Weißt du? Aber das war doch wunderbar, 35.000 Menschen da draußen. In Hoppegarten, das war einfach fantastisch. Kommt wieder, ich gehe mal davon aus, vielleicht kriegen wir 2021 irgendwas hin. Ja, ich wäre gern dabei. Auf jeden Fall 2022, aber auf jeden Fall 2023. So, und meine Geburtsstadt, was verbindet dich damit? Mit deiner Geburtsstadt. Was mich damit verbindet? Ja. Berlin, ne? Ja, das Wesen von Berlin, die Schnoddrigkeit und die Cleverness, die Frechheit auch ein bisschen, die Chuzpe würde, Juden würde sagen, die Chuzpe, die Berliner haben, aber auch eine ganz schroffe, eigenartige Herzlichkeit, wenn du willst. Mhm. Ja? Wolfgang Lippert, glücklich heißt das neue Album. Wir haben es glücklich überstanden. Wir haben es gut überstanden. Und es ist schön warm hier, hast du gesagt, im Studio. Ja. Ich könnte jetzt mal die Klimaanlage anmachen, weil du merkst, ich spare Strom. Ja, das finde ich aber auch in Ordnung. Was machst du mit dem gesparten Strom? Wo kommt der hin? Da kriegst du die nächste Tasse Kaffee davon. Ach so. So. Und weil das so warm war hier im Studio, machen wir jetzt hitzefrei. Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Super.